Sosa Sees. Susa Sus! Voll Sees. in die Pressebox. Oh, in den Bauch geschossen, die arme Frau. Was machst du denn? Da sind wir mal wieder bei einer weiteren illustren Runde, Leute. Dave schießt mir in den Bauch. Einmal Hashtag Dave der Frauenmörder, wenn ihr meint, dass Dave ein Arschloch ist. Ja, das ist sowieso schon klar. Komm her! Ah, oh, man schlägt keine Frauen. Ich taumel jetzt, ich bin verwirrt. Ich gehe mir lieber den Freitod. Komm her, ich fiste dich. Lasset sich fisten. Oh, ist 5 Uhr, genau. Oh, das ist eigentlich sehr gut. Und das Scheiß, was ich abbauen kann, ich glaube Ich irgendwie mit hab. einer Spitzhacke oder so. Ich weiß nicht, klingt ich ziemlich mich mal. metallisch. Ich dachte, da wird einfach nur Metallcrap dann drauf wahrscheinlich. Ich hab gar nichts. Moment, ich muss erstmal Essen trinken. Ich würde die gerne aufnehmen, weil Zombie! andere Sachen kann man aufnehmen. Mach du mal. Ja, komm hier, immer ins Gesicht boxen, immer ins Gesicht boxen, immer ins Gesicht boxen, du! Ey! Da wird gar nichts draus. Die kommt durch die Wände, die kommt durch die Wände! Die kommt durch die Wände? Ich weiß nicht, irgendwie kommen wir. Ich geh mal nach oben. Ich guck mich mal hier ein bisschen um. Ja, ja, geh mal nach ganz oben. Ist hier was? Hier sind niemand. Hier, oh, der Boden! Was haben die denn gemacht? Ja, deswegen ja. Hier sieht's aus wie. Also, den Dachboden können wir auf jeden Fall nicht mehr benutzen. Haben wir noch irgendwas gelagert auf dem Dachboden? Ich glaube nicht mehr, oder? Du hast ja alles rausgenommen mittlerweile. Ich habe alles rausgenommen. Da ist eh nichts im Inventar, aber ich renne einfach mal durch die Nacht und guck mal nach, was mich erwartet. Fuck. Oh, die hat ja gestöhnt, die geile Alte, ey. Also, hier läuft gar nichts mehr. Ich weiß aber auch nicht, was hier los ist. Warum, wieso, weshalb, warum? Die buddeln sich irgendwie durch, keine Ahnung. Ach, guck mal, hier haben sie ein Stück Mauer. Ah, natürlich, die haben ein Stück Mauer eingerissen von der Seite. Echt, haben sie schon? Ja. Ja, ist gut, klar. Das ist jetzt klar. Hey, Kollege, was machst du denn hier? Nicht für uns, okay. Na. Was man das finden kann. Und ich Depp nehme dann natürlich keine Patronen mehr mit. Ja. Bist ja auch ein Depp. Ach nein, wie süß! Ich hab den dicken Feuer auf die Kloschüssel gefeuert. Da sitzt jetzt voll da drauf. Müsst ihr euch bei Dave angucken. Wie geil! Die haben die halbe Stadt noch auseinandergenommen. Hi, Zombie. Mit einem Schlag das Genick gebrochen. Lol, saß los. Ey, was macht ihr denn hier? Ich würde sagen, wir bauen dann am nächsten. Beziehungsweise jetzt an diesem Tag. Es wird langsam hell. Ich glaube, wir könnten mal wieder irgendwie so rausgehen, ein bisschen rumballern oder so. Da hätte ich voll Bock drauf, ey. Meinst du? So ein bisschen Kundschaften. Ja, ein bisschen die Gegend erforschen. Wenn du schnell machst, siehst du den Dicken noch. Ich komme. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst. Kommt ein Zombie reingerannt. Ja, ja. So siehst du das, den Dicken? Ach du Scheiße, wie sieht das denn aus? Der Cheat ist voll angezogen. Was ist mit ihm nicht richtig los, Saas? Ich habe keine Patronen, ich habe nichts. Mach doch mal was. Die kommen hier rein, von draußen. Die können hier hoch. Irgendwas haben sie kaputt gemacht. Ja, die waren sich die ganze Mauer irgendwie demoliert haben, denke ich mal. Ja, genau hier. Hier an der Stelle sind sie auch alle. Die kommen so hoch. Ja. Glotzen ihr Sicht, ey. Lass mich in Ruhe. Ich würde sagen, ich gehe nach unten. Sie haben sogar an mehreren Stellen die Mauer schon eingerissen. Echt schon? Ja. Ja. Ich komme auch mal schnell in den Keller gerannt. Da rüste mich aus mit neuer Sache. Da ist ein Zombie, der will das irgendwie kaputt hauen. Achtung, ein Zombie hinter dir her. Denn nicht nur einer. Ich hab doch nix. Scheiße, komm her. Unser Heilversteck, kommen sie. Den alten. Oh, wie brutal das aussieht. Jetzt brauchst du Maul hier mit dem Bohrer. Maul, ey. Ich hau dir um, ich rupsch dir weg. Meine Sachen hast du ja noch, ne? Meine Pistole? Nein. Ich hab keine Pistole. Dann hat sie sich aufgelöst. Egal, wir haben eh genug Pistolen. Nimm ich einfach die hier mit. Ich mach das auch so. Also wir brauchen unbedingt auch mal ein größeres Lager, sehe ich gerade. Ja, wir brauchen definitiv den nächsten echten größeres Lager. Hoppala! Hat du rein? Ja, gucke an. Na, verstehst du, was ich meine? Nein. Du lügst. Ey! Verstehst du das mit dem Rucksack? Nein. Ich war's nicht. Du warst es. Ich war's überhaupt nicht. Du warst es. Nein. Du warst es. Das nehme ich nicht hin. Oh. Du bist es gewesen, du. Da kann ich war, du. Doch, du. Bisschen Benzin weglegen. Ich hasse dich. Sieht das Benzin irgendwo auf dem Fußboden? Na, egal. Ich hab's schon aufgenommen. Okay. Ich habe Schrotflinte, Sniper. Sniper? Da.
Alle da, Munition ist auch hier noch dabei, dann eine Axt, eine Pickaxe zum Abbauen vielleicht, ein bisschen Wasser auf jeden Fall zum Schabrinten. Und zum Heilen habe ich auch noch was. Also von daher, ich bin bereit, Beförderung bereit. Ich schmeiß mal ein bisschen was Zeug weg, sonst wird es ein bisschen zu viel hier. So, doch, haben wir das weg. Was ist das denn? Ja, was den kannst du vermeiden. Oh. RK-Filter, Kelly-Tin-Chain, das kannst du nicht wegschmeißen, nein! Klar, kann ich das weg. Ich brauch das eh nicht. Es ist eh viel zu viel. So, ich nehme ein bisschen was zu essen mit dir. Hoi, hoi! Sieht süß aus. So, Schauschüssel, brauche ich eins. Was du ja eigentlich. Siehst du eigentlich deine eigenen Füße? Ich glaube nicht, oder? Ich sehe meine eigenen Füße, ja. Wenn du dich hinkniest, siehst du, dass du dich hinkniest? Weil ich sehe das wirklich, richtig. Nee, also ich sehe es nicht. Es ist eigenartig, ich verstehe das nicht. Warum sie nur die Frau animiert haben aus EU-Perspektive? Weil die als erstes kam. Aha. Notgeile Säcke sind die Entwickler. Notgeile Säcke sind die Entwickler. Aber so was von. So, ich hab alles. Also gehen wir los, schnell. Bevor es wieder dunkel wird. Wir haben schon 2-3 Stunden verplempert. Es ist schon 9 Uhr. Es ist 9 Uhr, du. Ein Knackarsch. Der Tag ist trotzdem als die Nacht. Ach du Scheiße. Einfach abhauen. Ficken. Weg hier. Also wir hauen dann mal ab. Hupp. So. Jetzt gehen wir nach links und dann runter, wa? Zu Rainer Boulevard. Diesmal führst du uns. Ich? Ja. Husch, husch. Husch. Da. Aua! Oh. Wer mich haut, lassen wir es lieber. Wir brauchen unsere Energie noch. Ehrlich mal, hau mich nicht immer. Mach doch gar nichts. Zombie, what's in your head? In your head. Zombie. Von, wer singt? So, ich werde mich einmal heilen mit Painkillers. Mach das. Hau rein in den Kopf. Ich hab nein, das heilt sich ja von automatisch. Ach so, nach einer Zeit, heilt ja, sich, oder wie? Ja, heilt sich von automatisch. Krasses das Deutsch, Digga. Das sind ja komische Leute, ey. Warum? Keine Verbande und so, aber Hauptsache automatisch heilen ist. Oh Gott, wir sind noch nicht mal ansatzweise weit. Ich weiß zwar nicht, wo er uns hinführt. Das kann eine Weile dauern, bis wir da sind. Ja, dann dabei. Oh, bei Teil. Die ganzen Uschis hier. Wäre über den Fluss, wäre wahrscheinlich am einfachsten. Oder? Ach, eigentlich ist egal. Wir, wir müssen ja nicht der Straße folgen. Hoch ist sowieso unwichtig. Also einfach jetzt hier geradeaus durch. Immer geradeaus. Genau, immer geradeaus Richtung Westen. Einfach quer durch den Wald, scheiß drauf. Okay. Wirst du da wieder rollig? Da werde ich ja richtig spitz. Jetzt bin ich eine Frau. Jetzt kannst du mich ordentlich mit dem Baumstamm durchnehmen. Ey! Ja, ich dachte, du stehst auf Schläge und sowas. Nein, als Mann vielleicht, aber doch nicht als Frau. Ich bin nicht zart. Ach so. Kriegst du so schnell blaue Flecken, du Sack. Warte, kann man irgendwie sanft schlagen? Geht das irgendwie so? War das sanfter? Au! Zum Glück hast du nicht getroffen. Au! Lass es lieber! Ich brauch die Energie noch! Mann! Ja, ich auch! Ich rupp die um, ey! Nein! Geh bloß weg! Ah! Wasser! Huch! Was machst du da? Hast du einen Baum gefällt? Wow! Wow! Was tut es? Was tut es? Geil! Tut es! Was man alles so machen kann hier? Ich hab Angst vor dir, ganz ehrlich! Warum? Ich bin doch ganz lieb! Aua! Ich schieß dir gleich in den Kopf, ey! Das machst du nicht! Lass das bloß bleiben! Ich bin immer lieb gewesen, weißt du, und du? Alter, ich sterbe hier gleich wegen dir. So, jetzt reicht's aber. Noch ein Drittel meiner HP. Ja, das wird reichen für dich. Nein, aua, aua, nein, aua, aua. Aua. Das wird reichen für dich. Halt dein Maul, Mensch. Wir sind schon ein paar Säcke, wir bringen uns doch gegenseitig um, bevor wir am Ziel sind. Guck mal, ein Schwein. Ja, du weißt ich oder was? Nein. Hau es, hau es. Hau es los, komm, lass uns boxen. No. Hab ich dich jetzt getroffen? Nein, ne? Fuck. Scheiße. Aua. Hol mir so ein Schwein. Ja, irgendein Schwein ist schon tot, aber ob es das richtige Schwein tot ist, weiß ich auch noch nicht gerade.
Bist du gerade gestorben? Nee, ich dachte schon. Nee, ich hab gerade out of order. Out of order. Ach, kein Bock mehr, ich schieße das Schwein tot. Oh, das haut sonst wohin. So. Bisschen was zum Naschen für unterwegs. Ja, so. Großes Schwein, wenn man es looten könnte. Ja, hab ich ja gerade. Da hat das Schwein einfach die Sau gelootet. Boah, ich bin demoliert, ey, schön. Ich werde mir mal ein paar Painkillers einschmeißen. Bis zum Ziel überlebe ich das doch nicht, ey. Ne, werden wir so weitermachen? Nicht, nein. Was bestimmt noch kommen kann, vielleicht, ob es wirklich passiert, ist, hier, ne, bestimmt und so mit Blutung und so ein Scheiß, wie bei Warz. Und das fand ich bei WarZ ganz geil mit den Blutungen und Ausbluten. Das hat echt Spaß gemacht. Also ich fand, das Spiel an sich wäre nicht so schlecht gewesen, wenn der Support vom Entwickler nicht so scheiße gewesen wäre. Weil was am Anfang, so, ich sag mal so, ganz am Anfang in der Alpha war es besser als später in der Beta. Oh ja, ja. Vor allem diese Taschenlampen, die man die durch die Nacht hat gesehen, weißt du, das war richtig genial gemacht. Diese tragbaren Sonden. Ja, aber das war halt sehr realistisch, weil eine Taschenlampe siehst du im Dunkeln aber auch total, weißt du? Wenn es ja, wirklich nass ist, dann ist die Taschenlampe für dich, als wäre die Sonne an. Ist halt so. Ja. Aber naja, gut. Weißt du, vor allem, wenn man auf dem Dorf wohnt. Ich meine, ich wohne es ja nicht, aber ich war bei Freunden auf dem Dorf. Hm. Was der Mond allein geleuchtet hat, das war richtig hell. Ja, nicht klar. Das war ja schon... Wenn Taschenlampe da noch ist, so ganz ehrlich, boah. Das war schon richtig geil gemacht, aber... War da nicht so der Brille. So, wir sind gleich da. Nach da und da sind schon mal ein paar Häuser. Die können wir uns angucken. Vielleicht waren wir bei denen schon, aber dahinter auf jeden Fall nicht. Okay. Müll? Müll. Okay. Ich esse bitte was. Ich hol mir mal ein bisschen Getränke noch auf die zwei. So, mal sehen. Ach, du willst ja zu dieser Brücke da. Ich glaube, da waren wir aber. Nee, hinten. Rainer Boulevard waren wir? Nee, nicht zur Brücke. Ich will nach links. Ganz nach links. Da ist noch ein Haus und da sind noch fünf Häuser. Waren wir da schon? Weißt du? Ich glaube, da waren wir schon. Meinst du, ganz außen? Ich glaube, wir sind an den einen Part, da ging es um den Raketenwerfer. Und das sind wir noch. Das weiß ich, aber die da hinten, ich kann es besser nicht erzählen. Da sind wir noch da 73. Straße. Ja, aber so. Da sind wir nur die Straße runtergelaufen, an den Häusern lang. Ich glaube nicht, dass wir nach zum Rainer Boulevard gehen. Ja, ich habe doch gesagt, und dann rechts laufen und da ist auch nochmal so ein Häusergebiet. Und da waren wir dann auch, ja? Ich glaube schon. Dann lass uns einfach, wir können ja mal gucken und ansonsten gehen wir einfach die Straße ganz nach unten gucken, ob wir dann vielleicht irgendwo unten ist auch so ein See. Siehst du das eine Haus an dem kleinen, langgezogenen See, der aussieht wie so ein Aal? Da gehen wir jetzt hin. Ja, und am Ende ist es wieder ein Zeltlager. Weil nur in der Höhle hocken, wisst ihr, da denke ich, irre, ich brauch frische Luft! Ich brauch frische Luft, sonst bin ich fett! Naja, ob das jetzt noch einen Unterschied macht. Ich weiß nicht, ich geh jetzt einfach mal da rein. Klar, hier ist das mit den Stahls, das schießt da. Ich Angst hatte. Hier ist ein Gas, also ein Tank. Eine Menge Zombies. Eine Tankstelle könnte ich mal wieder gebrauchen, weil da ist meistens viel los. Ja, wir können ja zur Tankstelle gehen. Schade, dass State of Decay nicht im Koop funktioniert, weil das wäre echt geil, oder? State of Decay? Was ist mit den Zombies da nicht richtig? Die sterben auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was mit denen ist. Aua! Aua. Hä? Keine Ahnung, funktioniert irgendwie gerade nicht so. Gerade irgendwie buggy. Jetzt ist er weg. Also bei mir ist er weg. Ja, aber die sind irgendwie... Hm. Ja. Keine Ahnung. Also State of Decay of Koop. Hammer. Das wäre... Ja, echt geil, oder? Aber, drin, das weiß ich. Weißt du, was das Gute daran ist? Scheiße, die zerreißen ja alles. Es und ist ja geplant bei State of Decay. Beziehungsweise für die weiteren Teile soll Koop ein Hauptteil des Spieles werden. Für zukünftige Spiele von State of Decay Art, ja, oder was? Ja. Das wäre natürlich richtig nice. Das ist richtig geil, weil du hast so viele Möglichkeiten. Ich bin so richtig verliebt in den Spiel. In den Spiel? In den Spiel. In den Spiel, Digga. In den Spiel, Digga, jetzt essen. Ich hol mir was gerade zu essen. Ja, Hauptsache verfressen. Ja, klar. Klar, aber wir sind hier lang. Klar. Uschi. Guck mal. Hm? Wir sind von hier vorn gekommen. Von der Brücke. Aber wir waren in dem Haus auf jeden Fall nicht drin im letzten. Du wolltest in dem Haus da rein. Aber da waren zu viele Zombies und da bist du wieder weg und dann sind wir hier lang. Kann natürlich sein. Okay, dann waren wir hier auf jeden Fall schon. Dann gehen wir jetzt einfach, aber sind wir da lang gelaufen? Nee, ich glaube. Klar, wir sind da lang. Da habe ich dann angefangen mit, hol das Lasso raus. Wir spielen Cowboy und Indianer. Ah, dass ich das vergessen habe. Wir haben ja schon fast die ganze Gegend erkundet, Mensch. Ja, nicht ganz, nicht ganz. Wir können ja mal zur Tankstelle gehen. Oder, nee, entscheide du. Ich habe schon immer entschieden.
Nee, ich finde das ganz gut, weil du hast die meiste Ahnung gerade, wo wir sind. Ich folge dir eigentlich immer nur deswegen. Ich bin so Brain AFK dahergelatscht. Deswegen weiß ich gerade gar nicht, was wir schon erkundet haben, was nicht. Entscheide du. Los, Galopp, Galopp. Dann würde ich sagen, wir gehen wieder da lang. Okay. Dann gehen wir zurück. Ja, oder weniger. Ja, wir gehen wieder komplett zurück. Echt, warum das denn? Weil wir... Südlich ist da nichts mehr so bei dem Haus da unten. Guck mal, da wo dieses graue Land ist, da waren wir bestimmt noch nicht. Ja, im grauen Land waren wir jetzt generell noch nie weniger. Oder ganz unten, Kirtland, so ganz unten rechts waren wir doch gar nicht. So ganz unten rechts. Ja. Dort, wo der Stern ist, oder was? So ganz südöstlich, da unten rechts, wo der Stern ist. Was steht da? Huenining? Huenink? Keine Ahnung. Da ganz unten rechts, genau. Da waren wir noch nicht. Aber ich glaube, das schaffen wir heute in der Zeit nicht mehr. Boah, das ist zu weit entfernt. Ich könnte man sich dann umbringen und einfach nach Süden laufen. Alles klar. Aber machen wir jetzt nicht. Okay, schade. Ja, weiß ich nicht. Wir könnten auch... Was denn da drüben? Wie machen wir das jetzt? Ich will jetzt wissen, was da ist. Wo denn? Wo ist da hin? Ach, da. Hier sind so komische Schilder. So. Ja, ja. Nee. Steht vorne auch was drauf. National Forest. Oh. Oh, hier. Essen... Und der Rest ist scheiße. Navadzgane National Forest. Navadzgane. Könnte natürlich ein National Forest latschen, aber das glaube ich nichts. Nee, okay. Wir können auch mal hier lang. Ah, ich folge dir mal. Weil hier ist auch eine Farm. Ah, oui, oui. Wollen wir uns in der Farm vielleicht irgendwelche tollen Sachen? Ja, Kippen mal sehen. Zum Beispiel. Können wir die Farm einreißen? Habe ich Bock drauf. Ich weiß nicht, vielleicht... Boah, hier ist auch Party. Die Horde da los, ja? Das ist richtig arg. Was ist los, ey? So, was haben wir da? Wasser. Eieiei. Müll. Müll. Ah, Zeugs, Gesundheitsmedizin, Scheiße. Da kommen wir jetzt nicht mehr hoch, oder? Doch, ich spring mal gegen. Ah! Komm schon. Scheiß schon nicht. Fuck. Weil, es wird eh einstürzen. Glaub mir. So. Ah, ich hab's geschafft. So, und jetzt plötzlich. Ja, hier oben sind Fässer. Da können wir uns vielleicht mal was rausholen. Soll ich Benzin draus machen oder soll ich die zum Explodieren behalten? Nein, dann machen wir Benzin draus. Okay, dann behalte ich die erstmal so im Inventar. So, und bist, wenn man jetzt. Scheiße. Ich komm hier auch nicht hoch, Mami. Oh! Was ist denn jetzt los? Was? Wo bist du denn? Was? Komm mal hier nach vorne. Ich kann dich sehen, auf jeden Fall. Ich sehe auch die Zombies. Oh. Naja, ist vielleicht ein bisschen buggy. Hier ist das noch ein Fass. Das ist, glaube ich, extrem buggy. Ja, es ist wirklich buggy. Ist ja so. Einfach. Ich könnte... Nee, ich habe keinen Schlafsack, verdammt. Aber ich könnte ja mal die Scheune zum Einsturz bringen. Die Scheune hier zum Einsturz? Also beim Singleplayer ging's. Viel Spaß dabei. Ja, funktioniert nicht. Okay, Timer sagt, der Part ist zu Ende. Echt? Aber ein paar Minuten, also ein, zwei Minuten können wir vielleicht noch. Da drüben im Haus sind auf jeden Fall auch ein paar. Ja, da müssen wir auch noch hin. Die tanzen da rum, ey. Die tanzen da rum. Du hast doch Scharfschützengewehr, oder nicht? Ah, genau. Du kannst doch mal ein bisschen demolieren da drüben. Ach, ist aber leer, weil ich dich vorhin abgeschossen habe. Moment, erstmal nachladen. Krass, das sieht man sogar als Nachladen. Echt, ja? Ja, ja, ja. Das Magazin. Digger schon vor dir. Oh! Ups! Der Fettsack war zu schwer. So. Ihr seid tot. Du bist tot. Die auf der Straße hol ich mir auch nochmal. Ich hab Bock drauf. Ach, fuck, daneben. Okay, Munition leer. Hast du keine Patronen mehr? Nee, ich hab noch Munition, aber... Krass, animiert. Das wusste ich gar nicht. Ich hab's nicht gesehen. Da sieht man richtig, wie dieses Magazin rausnimmt und wieder reinsteckt. Ist ja cool. Richtig so. Krass. Die sind auf jeden Fall alle tot. Dann hüpfen wir mal hier runter. Das ist so schön. Aue. Aue. Ich reingehüpft. Und Stick brauche ich was nicht. Was macht denn der Zombie da oben? Der ich hängt so ein bisschen. Also bei mir hier oben ist einer. Der ist einfach durchs Fenster gefallen. Gerade eben, der kam schon tot raus. Okay. Zu so, Tode penetrieren. Backofen vielleicht. Pistole. Hab ich schon was gefunden. Bingkillers ohne eigentlich. Aber gut sortiert, dass wirklich in den Schränken in der Küche auch nur zu essen und zu trinken drin ist und nicht irgendwie eine Pistole oder sowas. Ja, das finde ich echt cool gemacht. Passt wirklich dann auch, dass es zur Küche passt, also dass die wirklich auch die Spawnpunkte so intelligent gesetzt haben, sage ich mal. Also die Spawnpunkte der Items. Hier ist nichts. Ja, auch nichts. Ist schon okay.
Samen. Samen? Ja, ganz viele Samen. Wow! Zombie! Zombie! Ah, fick dich! Fuck you! Was ist los, jo? Ich krieg die irgendwie nicht hin, weiß nicht. So, aha, nehm ich das. So, was haben wir hier noch, meines? Zombie. Schrohschwindeln. Medizin. Sehr gut. Das war's eigentlich dann auch schon, wa? Das war's dann schon, ja. Nee, leider nicht. Naja, gut, wir haben ja genügend. 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 So, das ist der Part ja auch zu Ende. Ich würde sagen, wir verabschieden uns hier an der Stelle. Alles klar. Von den Leuten und wünschen noch eine weitere zufriedene Weiterfahrt. Vielen Dank, dass Sie mit dem Intercity Express gefahren sind. Ja, so sieht's aus. Okay, thank you for traveling with Deutsche Bahn. Auf dann auf weiter Wiedersehen. Tschüssikowski. Bla 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 bla. Du bist tot. Die auf der Straße hol ich mir auch nochmal. Ich hab Bock drauf. Ach, fuck daneben. Okay, Munition leer. Nachladen. Ich hab noch Munition, aber ich hab's nicht gesehen.